Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiterinnen, der Umgang mit pflegebedürftigen Menschen, egal ob sie älter oder jünger sind, ist ein Indikator für die Zustandsbeschreibung einer Gesellschaft. Ich möchte Sie sehr, sehr herzlich an diesem sonnigen, schönen Oktobermontag hier im Deutschen Bundestag im Fraktionssaal Clara Zetkin der Fraktion Die Linke willkommen heißen zu unserer Anhörung zum Thema Pflege gestalten, menschenwürdig und selbstbestimmt. Ich freue mich mit Ihnen auf einen hoffentlich sehr erkenntnisreichen, anregenden Tag, auf sehr engagierte Gespräche und Vorträge und auf möglicherweise neue Horizonte für ein gemeinsames Handeln. Ich möchte jetzt sehr, sehr herzlich für einige Begrüßungsworte Pia Zimmermann begrüßen. Pia Zimmermann ist die Sprecherin für Pflegepolitik der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Und entschuldigen muss ich leider die Parteivorsitzende der Partei Die Linke, Katja Kipping, die leider erkrankt ist. Pia Zimmermann wird also einige Worte der Begrüßung jetzt an uns richten. Bitte schön, Pia. Ja, vielen Dank. Ja, auch von mir nochmal herzliche Grüße übermittelt von Katja, die eben, wie wir gerade gehört haben, aus Krankheitsgründen heute hier nicht teilnehmen kann und deshalb ich hier heute die Begrüßung übernehmen darf. Liebe Mitstreiterinnen und liebe Mitstreiter, sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ihr heute alle hierher gekommen seid zu dem Hearing für eine große Pflegereform und ich freue mich auch, Sie und euch hier begrüßen zu dürfen. Vor circa anderthalb Wochen fand in diesem Haus schon mal eine Anhörung statt in der Verantwortung des Ausschusses für Gesundheit und da gab es einiges zu sagen und wir sind aber der Meinung, dass das dort nicht alles gesagt worden ist, zumindest nicht das, was wir auch hören wollen und haben deshalb diese alternative Anhörung beziehungsweise dieses alternative Hearing auch geplant. Es ist so gewesen, dass meiner Fraktion in dieser Anhörung zu wenig diejenigen zu Wort kamen, die täglich mit den Schwierigkeiten der seit Jahren verfehlten Pflegepolitik zu kämpfen haben. Und deshalb ist eben genau diese Einladung hier ergangen. Und wir wollen gemeinsam darüber nachdenken und auch diskutieren, was gute Pflege wirklich braucht. Und dazu von meiner Seite hier herzlich willkommen. Die Große Koalition hat einen Entwurf für ein Pflegestärkungsgesetz vorgelegt und spricht allseits davon, einen wirklich großen Wurf hingelegt zu haben und einen großen Wurf für bessere Pflege hingelegt zu haben vor allen Dingen. Und Sie können sich sicherlich, beziehungsweise ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass uns das als Fraktion Die Linke das nicht ausreicht, was Herr Minister Gröhe in diesem Gesetzentwurf vorschlägt. Und es reicht uns nicht nur aus, sondern viele Dinge darin sind sogar noch falsch. Und besonders ärgerlich ist, dass an dieser sogenannten Pflegereform, muss man leider so sagen, die Bundesregierung tatsächlich nichts an dem grundsätzlichen Strickmuster der Pflegeversicherung geändert hat. Und es ist doch so, solange die Pflegeversicherung nur einen Teil der tatsächlich anfallenden Kosten abdeckt, sind Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit nur schöne Worte. Von Anfang an allerdings war die Pflegeversicherung als Teilkaskoversicherung konzipiert. Sie billigt pflegebedürftigen Menschen lediglich einen Zuschuss zu den tatsächlichen Pflegekosten zu, der insbesondere dazu dient, die familiäre, nachbarschaftliche oder ehrenamtliche Pflege zu ergänzen. Um den individuellen Pflege- und Betreuungsbedarf abzudecken, müssen die Betroffenen und ihre Angehörigen auf ihr Einkommen zurückgreifen, beziehungsweise am Ende auch auf ihr Vermögen zurückgreifen. Und professionelle Pflege wird somit zu einem Privileg für diejenigen, die es sich dann tatsächlich am Ende noch leisten können. Die Reform setzt außerdem voraus, dass auch zukünftig die Pflegearbeit hauptsächlich vom familiären Umfeld geleistet wird. Also vor allen Dingen von Töchtern, von Schwiegertöchtern, von Ehefrauen, von Partnerinnen, also insgesamt vor allen Dingen von Frauen. Geschlechterrollen und Familienarrangements verändern sich aber. Die Reform bleibt aber einem überholten Leitbild verhaftet und sieht in erster Linie die Familie in der Pflicht, wenn es um die pflegerische Verantwortung geht. Keine Frage,
Viele wollen gerne zu Hause pflegen und für ihre Angehörigen diese Arbeit übernehmen. Die Betonung liegt aber auf dem Wörtchen wollen. Und es darf nicht sein, dass diese Entscheidung von der eigentlichen und von der persönlichen Haushaltslage abhängig ist. Frau Merkel sprach in ihrer Regierungserklärung über pflegende Angehörige von den stillen Helden unserer Gesellschaft. Und ich muss ihr da widersprechen, weil es nämlich zum einen um die stillen Heldinnen geht, wenn man schon davon sprechen will. Und zweitens, wenn sie von still spricht, meint sie vor allen Dingen eins, nämlich, dass Pflegearbeit unbezahlt geleistet wird. Heldin kann meiner Meinung nach sein, wessen Lebensumstände das zulassen, wenn nämlich dann auch das nötige Kleingeld dazu hat. Manche müssen aber auch Heldin sein, weil sie sich professionelle Pflege oder eine Heimunterbringung eben nicht leisten können. Wer, wie, von wem gepflegt wird, darf aber keine Frage des Geldbeutels sein. Wir müssen auch feststellen, dass die Versorgung von Patientinnen und Patienten, von Pflegebedürftigen in den letzten Jahren immer mehr zum gewinnorientierten Geschäft gemacht wird. Wir können das daran sehen, an der Privatisierung der Krankenhäuser und dann den zunehmend noch mehr privatisierten Pflegediensten. Das ist für uns eindeutig ein Hinweis dafür, dass sich mit Pflege eben Geld verdienen lässt. Und womit kann man das verdienen? Profite werden vor allen Dingen durch Einsparungen an Personalkosten gewonnen, was für die Patientinnen und Pflegebedürftigen dann zur Folge hat, dass sie teilweise im Akkord versorgt werden müssen. Für die Beschäftigten heißt das Arbeitsverdichtung, Personalabbau, schlechte Löhne, aber ich denke, das muss ich Ihnen an dieser Stelle hier nicht erzählen. Wir haben heute ja auch nicht nur zu unserer alternativen Anhörung eingeladen, um lediglich an der Pflegepolitik der Bundesregierung zu arbeiten und uns abzuarbeiten, sondern wir haben für Sie und für euch heute diese Veranstaltung geplant und Sie dazu eingeladen, um darüber zu sprechen und auch zu diskutieren, was bedeutet das für Sie, was bedeutet das für euch, gute Pflege zu haben, was heißt das eigentlich? Pflege gestalten, menschenwürdig und selbstbestimmt ist der Titel unserer Veranstaltung. Was ich und unsere Fraktion darunter verstehen, dazu möchte ich noch kurz Folgendes sagen. Menschenwürdige Pflege heißt nicht nur unmittelbare pflegerische Versorgung. Menschenwürdige Pflege heißt Menschen trotz Beeinträchtigungen Teilhabe und Mitwirkungsmöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Das meint nicht nur Hilfe bei der Bewältigung des Alltags, sondern auch Unterstützung bei der Pflege von Freundschaften, von Hobbys, von politischen und sozialen Engagement. Menschenwürdige Pflege heißt aber auch menschenwürdige Arbeit, Arbeit, die nicht krank macht, die nicht zum Burnout führt oder dazu, dass viele Pflegerinnen und Pfleger schon nach wenigen Jahren aus dem Beruf aussteigen. Arbeit, die so entlohnt wird, dass es sich davon auch gut leben lässt. Menschenwürdige Pflege heißt auch, dass die Übernahme von Pflegeverantwortung für Angehörige und Freundinnen und Freunde nicht arm oder krank machen darf. Selbstbestimmung ist ein individuelles Recht und dieses Recht, dass dieses Recht nicht eingeschränkt wird, ist gesellschaftliche Verantwortung und Pflicht. Die Anerkennung von Pflege als gesellschaftliche Aufgabe, die auch gesellschaftlich finanziert wird, ist nicht nur eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, sondern sie schafft auch eine Voraussetzung für die Neubewertung und die Neuverteilung der bezahlten und der unbezahlten Arbeit zwischen den Geschlechtern. Nicht nur, dass frauendominierte Erwerbsarbeit dadurch höhere Löhne aufgewertet werden würden, Der Bereich der Pflege- und Sorgearbeit nicht als Privatangelegenheit zu begreifen, ist eine klassische feministische Forderung. Das heißt, wir müssen jetzt dringend anfangen, die Weichen zu stellen, damit ein freier Zugang zu guter Pflege für alle geebnet wird und nicht nur für jene, die das nötige Kleingeld besitzen. Und darum fordern wir als Fraktion Die Linke, dass endlich eine Bürgerinnen- und Bürgerversicherung eingeführt wird, in die alle einzahlen, von der Pflegerin bis zu der Millionärstochter, und zwar auf alle ihre Einkünfte. Das Konzept der Bürgerinnen- und Bürgerversicherung, in die alle mit all ihren Einkommen gerecht einzahlen, schafft die Voraussetzung für eine gute, menschenwürdige Pflege.
Alle könnten nach ihren individuellen Bedürfnissen versorgt werden. Pflegebedürftige und ihre Angehörige könnten sich unabhängig von finanziellen Erwägungen überlegen, wie sie ihre Pflegebeziehung gestalten wollen. Für die Beschäftigten ließen sich faire Arbeitsbedingungen und gute Löhne verwirklichen. Eine tarifgerechte Vergütung der Pflegefachkräfte für die Refinanzierung von Tariferhöhungen wären in einer Bürgerversicherung möglich. Dazu werden wir, denke ich, im Laufe des Tages auch noch mehr hören. Wir alle wissen, der Handlungsbedarf in der Pflegereform ist immens. Ich weiß aber auch, weil ich ja viele Gespräche schon geführt habe, es mangelt nicht an Ideen, wie wir das Recht auf gute Pflege verwirklichen könnten. Die Durchsetzung ist eine Aufgabe, an die wir uns gemeinsam heranmachen müssen. Wir möchten diese Veranstaltung nutzen, um uns darüber zu verständigen, was für eine große Pflegereform notwendig ist, aber auch, wie wir diese angehen können. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen spannenden und inspirierenden Tag, tolle Diskussionen und hilfreiche Anregungen und danke für Ihr Kommen. Herzlichen Dank.